Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen an Büchern, E-Books, Hörbüchern und ich nehme einfach nochmal die Netflix-Serien, die ich mir die letzten Monate so reingezogen habe, die nehme ich auch nochmal mit rein in dieses Video, habe ich mir gedacht. Ja, deswegen fangen wir auch gleich an. Ja, beginnen will ich mit einer E-Book-Trilogie, die ich mir geholt habe. Das ist 13, das erste Buch, das zweite Buch und das dritte Buch der Zeit von dem Autorenduo, das unter dem Synonym Rose Snow schreibt. Ich lese euch das hier kurz mal vor. Nach dem Tod ihrer Tante ist die 17-jährige Lizzie gezwungen, zu dem Patenonkel ihres Vaters aufs Land zu ziehen. Doch statt der erwarteten Langeweile begegnet ihr der geheimnisvolle Rowan, mit dem sie regelmäßig aneinander knallt. Dabei hat Lizzie völlig andere Sorgen, denn die ganze Kleinstadt steckt voller Geheimnisse und das größte davon scheint sie selbst zu sein. Was hat es mit den knisternden blauen Blitzen auf sich, die Lizzie auf einmal sehen kann? Ja, das ist jetzt... Sie hat auch noch eine Schwester, die Alexa, mit der zieht sie eben zu diesem Patenonkel ihres verstorbenen Vaters. Denn ja, vor kurzem ist so auch noch der letzte lebende Blutsverwandte gestorben. Vor kurzem ist ihre Tante, die Tante des Mädels, gestorben. Und dann sollten sie eigentlich zu zwei anderen verwandten Ehepaar und die sind dann beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und so. Zieht sich das durch die Gegend, durch deren Leben und so haben sie wirklich keinen lebenden Blutsverwandten, eben nur noch den Patenonkel, zu dem sie da ziehen. Ich spoilere nicht, es geht um Zeit, aber jetzt nicht um Zeitreisen, es geht um Visionen der Zukunft, Visionen der Vergangenheit. Und jemanden, der über Gedanken jemanden an andere Menschen beeinflussen kann. Und das wird hier ein echt spannender Ritt. Und man weiß wirklich bis zum Schluss nicht so ganz genau, was gespielt wird, wer alles dahinter steckt. Es ist fast ein bisschen so ein Romantasy-Krimi-Fantasy, also echt cool gemacht. Und ich habe 11 Punkte, 11 von 15 möglichen Punkten gegeben. Ich war echt zufrieden und sehr, sehr gut unterhalten von dieser Trilogie. Ja, als ich es gelesen habe, weil ich es habe. Hab's ja schon mittlerweile gelesen. Als nächstes und noch nicht gelesen als E-Book, Der Pflegefall ist ein Kriminalroman von Olivia Monti. Das lese ich euch hier auch mal kurz vor. Ich habe das nämlich hier mal. Ne? Anna Zerbst tritt eine Stelle als Pflegerin an. Sie soll den alten Herrn Brund betreuen. In der Villa Brund herrscht von Anfang an eine beklemmende Stimmung. Herr Brund selbst ist schwer zu ertragen. Er ist mürrisch, greift die Menschen in seiner Umgebung an, beleidigt sie. Anna findet heraus, dass ihn nicht nur Altersbeschwerden, Hilflosigkeit und das lange Warten auf den Tod erbitten. Brund war immer schon ein problematischer Charakter und in seiner Vergangenheit liegt so einiges im Argen. Das Hausmeister-Ehepaar Nela und Markus Schmitz
erzählen Anna schließlich, dass sich Brund an ihre behinderten minderjährigen Tochter vergangen hat und er seinen einzigen Sohn Tobias ständig quälte. Auch soll es beim Tod von Tobias' Mutter nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Herr Brund hingegen erzählt eine ganz andere Geschichte, als Anna mitbekommt, dass Nela, Markus und Tobias den alten Herrn schleichend vergiften. Ringt sie mit sich, ob sie zur Polizei gehen soll. Hat es ein Monstrum nicht verdient, vergiftet zu werden? Wenn nun aber Herr Brund doch kein Monstrum ist, wem soll sie nur glauben? Ja, und das hat mich, als ich das gelesen habe, hat mich das so interessiert. Ich dachte mir, ein Krimi kommt bei mir ganz, ganz selten vor, dass ich einen Krimi lese oder überhaupt lesen will. Und deswegen, da hat es mich irgendwie gerissen und ich habe mir das als E-Book besorgt. Als nächstes kommen wir zu den Hörbüchern. Und zwar habe ich mir Save Me Maxton Hall 1 von der lieben Mona Carsten geholt als Hörbuch bei Audible und auch den zweiten Teil Save Me Maxton Hall 2 Save You heißt er, Save You von der lieben Mona. Der dritte Teil ist noch nicht als Hörbuch erschienen, so viel ich mitbekommen habe. Mona, was ist los? Auf jeden Fall habe ich mir eben diese beiden als Hörbücher geholt und ich will es demnächst mal anfangen zu hören. Ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Von dem her, als Hörbuch habe ich mir auch das Silmarillion geholt. Das ist hier die Buchform, aber ich habe es auch eben noch als Hörbuch mir geholt, weil ich, ja, ich habe noch ein Guthaben übrig und ich wollte mal wieder das Silmarillion und dachte ich mir, das höre ich mir diesmal einfach an, statt zu lesen. Mal gucken, ob das ein bisschen einfacher ist und jein. Ich glaube, wer sich dafür nicht interessiert, der tut sich auch mit dem Hörbuch schwer. Mir hat es gefallen, ich bin Tolkien-Fan und dementsprechend war es cool, das Ganze mal als Hörbuch zu hören. Kommen wir zu den Neuzugängen an Büchern tatsächlich. Und zwar ist da von Andreas Suchanek das Erbe der Macht, die Chronik der Archivaren. Das ist eben so ein kleines Spin-off aus der Welt von Das Erbe der Macht. Ich lese euch das mal hier kurz vor. In den Ruinen von Irakon wird ein Mentiglobus entdeckt. Das ist übrigens so ein Ding, wo man Erinnerungen drin speichern kann. Er wurde von Johanna und Leonardo befüllt, doch die beiden haben ihn nie zuvor gesehen. Beide begeben sich auf die Reise in ihre eigene Geschichte, um die Wahrheit zu ergründen. Doch was sie erwartet, treibt sie bis an die Grenzen und darüber hinaus. Machtvolle Zauber, gefährliche Artefakte, uralte Katakomben und geheime Archive stehen an der Seite der Lichtkämpfer und dem Rat des Lichts. Johanna von Orleans, Leonardo da Vinci und viele mehr beim Kampf um den Erhalt der Menschheit. Ich bin Fan von Das Erbe der Macht und der liebe Andreas Suchanek, der schreibt hoffentlich bald die nächste Staffel, die erste Staffel von Das Erbe der Macht ist ja abgeschlossen und ich hoffe, bald kommt die zweite Staffel von Das Erbe der Macht. Dann haben wir
habe ich mir von H.J. Vogt Kellack, der Ruf der fremden Welt, geholt. Ja, ich lese euch das auch mal vor. Die 14-jährige halbweise Jamie ist spastisch gelähmt. Wer würde wohl glauben, dass ausgerechnet er für das Gleichgewicht der sagenhaften Welt Jezebels verantwortlich ist, deren Fortbestehen durch seine Schuld nur noch am seidenen Faden hängt. Zumindest behauptet das Arvid, ein Wesen halb Mensch, halb Sturmgeist, der gemeinsam mit dem unheimlichen Riesenvogel Kar in sein Leben platzt. Obwohl ihm Arvid hasserfüllt gegenübertritt, weiß Jamie, dass er die Wahrheit sagt, denn Jamie erkennt jede Lüge. Wenn sich die Ereignisse überstürzen und Arvid ihn herausfordert, wird niemand zuvor in seinem Leben, wie niemand zuvor in seinem Leben, wehrt sich Jamie hartnäckig gegen seine Bestimmung und gegen seine besondere Fähigkeiten, bis der steigende Druck ihn schließlich zum Handeln zwingt und ihn in das größte Abenteuer seines Lebens stürzt. Irgendwie hat mich die Geschichte, als ich das gelesen habe, 14-jähriger, halbweise, spastisch gelähmt, und die Idee an sich ist so neben der Norm irgendwie, wisst ihr, dass ich da echt Bock drauf gehabt habe, mir das zu holen. Und in dem Sinn, ja, muss es einfach sein. Ich hoffe, mir gefällt es. Ich hoffe, ich komme auch bald dazu, das auch zu lesen. Auch wenn es irgendwie so ein, wisst ihr, das ist so begeistert zuerst, und wenn man es dann nochmal so rekapituliert, ist das schon vielleicht so ein Subopfer, aber ich hoffe trotzdem, dass ich es gelesen bekomme. Ja. Als nächstes, ich sehe gerade, ich habe sogar noch ein E-Book vergessen. Dementsprechend, das machen wir gleich. Das, ja, genau, hier liegt es doch. Deswegen machen wir nochmal mit dem E-Book weiter. Und zwar Love and Laugh Quickie von Luca. Von der Jasmin Romana Welsch ist es. Mein Name ist Luca. Naja, eigentlich nicht, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich studiere Jura im zweiten Semester und bin verdammt gut. Ich weiß, was jetzt kommt. Buhu, was für ein arroganter Vollpfosten. Aber die Juristerei liegt mir eben. Würde ich Astrophysik studieren, hätte ich zugegeben, dass ich weitgehend planlos an die Tafel starre. Da wären wir schon beim nächsten Thema. Ich bin meistens schonungslos ehrlich. Frauen stehen drauf, zumindest wenn man einen Sixpack und ein hübsches Gesicht hat. Der Sex ist nie zu kurz gekommen, aber diese Sache mit dem plötzlichen Wunsch nach mehr als einem Quickie macht mir etwas zu schaffen. Das wird trotzdem keine Liebesgeschichte, zumindest größtenteils nicht. Ein wenig romantisch ist es schon, aber das war nicht geplant. Im Grunde ist es sowas wie ein Urlaubs-Roadtrip mit meinem besten Freund, der die meiste Zeit über ein Soziopathen mimt. Das ist dann dieses, da ist dann dieses Mädchen und noch eines und ein anderes Mädchen, und eine davon bricht mir am Ende das Herz. Verzeihung, Spoiler-Alarm. Wegen der Sache mit dem Namen. Das Mädchen, das mir im zweiten Kapitel fast eine scheuert, lüftet das etwas peinliche Geheimnis. Irgendwie, als ich das so gelesen habe, ich habe durch andere über dieses Buch erfahren und was da so abgeht, ein bisschen so rein, ganz leicht reingespoilert und eine Szene noch draus gelesen. Und da dachte ich mir, das ist irgendwie echt witzig und cool. Und locker
geschrieben, einfach irgendwie cool. Ja, dann habe ich mir das als E-Book geholt. Ja, zurück zu den Büchern. Die liebe Stefanie Scheurich hat Deceptive City aussortiert geschrieben. Ja, und nachdem mir Streune von eben dieser Autorin, die aus Esslingen, glaube ich, bei Stuttgart kommt, ja, und da habe ich mir angesehen, was er hier so geschrieben hat und was, um was es sich handelt, und dann musste ich mir das auch holen. Sicher, sauber, perfekt. Das ist die Stadt, in welcher die 16-jährige Taya ein sorgenfreies Leben hinter schützenden Mauern führt. Eltern können sich ihre Wunschkinder kreieren lassen. Niemand wird je krank und alles läuft in geregelten Bahnen. Taya ahnt nicht, dass es außerhalb ihrer heilen Welt Menschen gibt, die tatsächlich ums Überleben kämpfen müssen. So wie Mitchell, der nur einen einzigen Ausweg sieht, um seine kranke Mutter zu retten. Er muss in die Stadt schleichen und Antibiotika besorgen, sonst stirbt sie. Dass er dabei nicht nur sein Schicksal, sondern auch das von Taya verändert, scheint in einer Welt, in der alles perfekt geplant ist, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Menschen sind nicht perfekt, sie machen Fehler und sie neigen dazu, andere den Preis dafür zahlen zu lassen. Ja, scheint eine Dystopie zu sein irgendwie in dem, und es hört sich echt sehr interessant an. Deswegen habe ich mir dieses Büchlein geholt. Und auch, weil mir eben Streuner so gut gefallen hat, das Werk auch von dieser Autorin. Dann kommen wir zu die Weltportale von B.E. Pfeiffer. Auch aus dem Sternensand Verlag, wie übrigens das Buch von der Stefanie Scheurich. Ja, ich lese euch das auch mal hier vor. Du musst dich nicht vor den Schatten fürchten. Ein Schatten bedeutet nur, dass hinter dir ein Licht brennt. Eleonora lebt in einer Welt, die einst durch magische Portale mit anderen Welten verbunden war. Als Tochter eines Magiers und einer Elfe vereint sie zwei unterschiedliche Kräfte, ist mächtig und gehört zu keinem Volk. Mit der Aufnahme auf die Akademie der Magie erhofft sie sich nur, ihre Kräfte unter Kontrolle zu bekommen. Nicht nur, ne? Sondern auch endlich akzeptiert zu werden. Als sie jedoch von einem mysteriösen Schatten angegriffen wird und hinter ein lange gehütetes Familiengeheimnis kommt, ist die anfängliche Ablehnung ihrer Mitschüler ihr geringstes Problem. Wird es ihr gelingen, ihre Welt vor der Dunkelheit zu bewahren? Ja, irgendwie, die Welt hört sich wirklich einfach cool an und das Buch ist schön, das Cover gefällt mir irgendwie total. Ich hatte irgendwie ein tolles Feeling, als ich das so gelesen habe. Ja, und da musste ich mir das holen. Tja, ich bin gespannt, wie es so ist. Ja, als nächstes Buch und letztes Buch meiner Neuzugänge. Ja, ich musste das Buch von Patrick einfach mir holen. Das ist so. Ja, der gute Patrick Mülle, auch bekannt als Paluten. Ja, das ist ein YouTuber und Let's Player, der ja ziemlich viel Fantasie hat und sich die tollsten Geschichten während seiner Let's Plays in Minecraft ausdenkt. Ja, und da eine über zig Hunderte von Folgen ja, hat es Minecraft Freedom gegeben. Das war eine Minecraft-Serie, in der eine
ultra coole, lustige und spannende Geschichte erzählt hat, die er eben als Minecraft-Let's Plays umgesetzt hat. Und jetzt hat er sich mit dem Ghost Rider hier zusammengetan und hat eine seiner fantastischen Minecraft-Geschichten in so einen kleinen Roman verwandelt. Ja, ist cool. Ich find's toll. Klar, das ist jetzt eher was für die Jüngeren, aber ich find's toll, was hier der Patrick so zustande gebracht hat. Und ja, ist ein Bestseller. Spiegel Bestseller Platz 1. Da. Da haben wir. Von dem her, so schlecht ist es nicht. Bestimmt. Ja, Paluden steht für Qualität. Ist so. Von dem her, ja. Ja, kommen wir zum Abschluss noch zu meinen Netflix-Erlebnissen. Ich will jetzt das gar nicht so weit ausführen. Ich habe die Serie Happy mir reingezogen. Total krass. Da wird die Tochter eines Ex-Polizisten, der zum Killer geworden ist, entführt. Und der imaginäre Freund eben dieser Tochter, der manifestiert sich und den sieht plötzlich auch der echt krasse Ex-Cop und Vater des Mädels und versucht den Vater dazu überreden, eben seine Tochter zu retten. Das ist die erste Staffel und ich fand es irgendwie total krank und schräg, aber irgendwie echt unterhaltsam, trotz allem. Dann als nächstes habe ich mir die Serie Timeless reingezogen. Da geht es um Zeitreisen und wie Menschen immer wieder durch Reisen in unterschiedlichste Zeiten die Zeitlinie, die Zeitachse verändern und wenn sie wieder zurückkommen, ist irgendwie wieder irgendwas anders. Ja, coole Serie irgendwie, fand's echt interessant. Dann habe ich mir ein paar Staffeln, ich glaube wirklich nur ein paar, es waren nur die ersten zwei oder drei Staffeln von Suits reingezogen, weil die gute Meghan damit spielt, also Meghan Markle, die Frau von Prinz Harry. Und da habe ich mir mal reingezogen, was die gute Frau da so gemacht hat in der Serie. Und ja, dann habe ich wieder aufgehört. Mal schauen, ob ich irgendwann mal wieder weiter die anderen Staffeln mir vielleicht noch ansehe. Mal gucken. Was ich richtig fett gesuchtet habe, und da habe ich ziemlich alles gesehen, die ganze Serie, alle glaube ich 9 Staffeln von Modern Family. Ich fand diese Serie so unglaublich cool. Um Ed O'Neill, ihr wisst schon, den früheren Al Bundy. Die Serie ist so cool gemacht. Müsst ihr euch reinziehen. Ich will es jetzt gar nicht erklären, und was da so abgeht. Es ist Modern Family. Ne? Die eine ist die ganz normale Familie, dann das schwule Ehepaar, dann der geschiedene Opa, der sich eine junge Latina samt deren Sohn anlacht und heiratet, und wie das schwule Ehepaar eine Tochter adoptieren und was da alles so passiert. Absolut witzig und richtig cool gemacht.
Dann habe ich mir beide Staffeln von Stranger Things reingezogen. Eine Serie um Stranger Things, also Stranger Dinge, Sachen, boah, Hammer. Ultra cool. Da dreht sich es um so ein Experiment, das ein bisschen außer Kontrolle gerät, was die amerikanische Regierung da so macht und eine Art andere Dimension öffnet. Und da passieren die tollsten, krassesten Sachen. Das Ganze spielt in den 80er Jahren, was das auch noch irgendwie voll cool macht, denn das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und für ein Kind aus den 80ern echt interessant zu sehen, wie das in der heutigen Zeit umgesetzt wird. Ja, und dann habe ich mir Anne with an E, die Netflix-Serie um den Roman Anne of Green Gables reingezogen, und der war so toll. Oh, die Serie ist so cool. Ich habe die so gesuchtet und habe es innerhalb kürzester Zeit mir diese Serie reingezogen. Und ich musste auch unbedingt die Bücher nochmal rekapitulieren und das Ganze ja mal kurz lesen, weil ja, ich brauchte irgendwie so den direkten Vergleich Serie und Bücher, und ich bin begeistert, die Umsetzung ist cool. Klar, ne? Aber eben als Serie wahnsinnig toll gemacht, und zwei Daumen nach oben. Ja, ich glaube, das war alles, was so reingekommen ist und was ich mir da so noch bei Netflix reingezogen habe die letzte Zeit. Puh, einiges. Whatever, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.